Werden alle Informationen deiner Firma nahezu in Echtzeit in alle Teams weitergegeben? Wenn nicht, dann heiße ich dich hier herzlich willkommen zum dritten Punkt von Rockefellers Erfolgsgewohnheiten, die dein Unternehmen, die dich darauf vorbereiten sollen, ein skalierbares Unternehmen aufzubauen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und wir helfen nicht nur jedes Jahr vielen hundert Unternehmern dabei, sich selbstständig zu machen, sondern auch erfolgreich zu wachsen, zu skalieren, um schließlich mit einem großen und guten Exit das Unternehmen zu verkaufen. Es ist auch so, dass wir unser eigenes Unternehmen natürlich skalierbar aufbauen und deshalb diese Punkte auch umsetzen. Deshalb sprechen wir immer aus der Praxis für die Praxis. Als erste wichtige Erfolgsgewohnheit dieser Komponente nennt Rockefeller die täglichen 15-minütigen Huddles für alle Mitarbeiter. Was ist nur ein Huddle? Es ist ein geleiteter Austausch, wo alle sich kurz um die aktuellen Punkte kümmern, die wichtigsten Informationen bekannt gegeben werden, vielleicht kleine Konfliktpunkte geklärt werden können, wo nur alle zusammen daran arbeiten können. Und hier findet praktisch ein Ritual morgens statt, mit dem dann alle motiviert in den Arbeitstag starten können. Der zweite wichtige Baustein für deinen erfolgreichen Kommunikationsrhythmus in deinem Unternehmen sind wöchentliche Meetings aller Teams, und zwar jedes Team für sich selbst. Das heißt, das Sales-Team, das trifft sich montags, das Operation, Dienstag, Finance, vielleicht am Freitag und Legal oder HR dann am Mittwoch oder Donnerstag. Also wichtig ist hier, dass alle Teams sich regelmäßig treffen, und zwar ein einziges Mal mindestens pro Woche. Der dritte Baustein dieser Komponente sind monatliche Treffen des Management und des mittleren Management, also C-Level und Head-of-Level. So ist also sichergestellt, dass einmal im Monat alle voneinander lernen können, dass sich ausgetauscht wird, dass also alle wissen, wie ist der jeweilige Stand der Projekte, der Probleme, der Fortschritte und vor allen Dingen, um auch gemeinsam an der Problemlösung zu arbeiten und diese auch erfolgreich umzusetzen. Der vierte wichtige Baustein ist das regelmäßige, quartalsmäßige Treffen, also alle drei Monate außerhalb der Firma vom Top- und Mittelmanagement. Hier werden die strategischen Fragen beantwortet. Also alles, was mit Personal, mit Strategie, mit Finanzen zu tun hat, was mit der Umsetzung zu tun hat. Hier wird sowohl die Vergangenheit ausgewertet und Engpässe analysiert, als auch vom Jahresziel abgeleitet die nächsten Quartalskennzahlen festgelegt und neue Handlungsmaßnahmen entwickelt und umgesetzt. Wenn du also ein Unternehmen entweder gleich von Anfang an auf Wachstum vorbereiten willst oder es mehr auf Wachstum ausrichten willst, dann lade ich dich gerne ein, diese dritte Erfolgsgewohnheit von Rockefeller umzusetzen, damit deine Kommunikation im Team fast in Echtzeit auch alle erreicht. Nach oben, nach unten und zur Seite. Und solltest du dabei Hilfe brauchen, mach einfach Gebrauch vom kostenfreien Erstgespräch, denn wir können dir mit unserem Beraterteam gerne dabei helfen, das aufzubauen, umzusetzen und am Leben zu erhalten. Gerne kannst du jetzt aber auch Daumen hoch machen, das Video bewerten, unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung der dritten Erfolgsgewohnheit. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.